Hi, ich bin Tulu. Ich habe in Braunschweig Bildende Kunst studiert und lebe jetzt seit 2013 in Hannover. Also ich habe viel gezeichnet im Studium und dann, wenn ich aber gemalt habe, habe ich eher großformatig gearbeitet und dabei das große Format aber eigentlich wie ein Blatt Papier benutzt und kleine Elemente gezeichnet. Es wurde dann schon immer abstrakter mit der Zeit. Also vom Menschen bin ich dann zum Tier übergegangen, weil ich das irgendwie neutraler fand und dann ist das aber auch verschwunden, bis dann eigentlich nur noch abstrakte Formen da waren. Also ich bin dann kleiner im Format geworden, um viel schneller eigentlich was Neues ausprobieren zu können. Ich habe dann aber das Gefühl gehabt, also bei den kleinen Formaten, dass ich wirklich jeden Millimeter der Leinwand bearbeiten möchte. Und da fingen dann meine ersten Rasterbilder an. Ich habe mir das damals so vorgestellt wie eine Oberfläche, die ich untersuche und abscanne. Und daraus hat sich jetzt so meine Malerei entwickelt. Wenn ich mir so über das Raster Gedanken mache, dann ist es erstmal eine Art Ordnungssystem. Für mich stellt es etwas dar, womit man Dinge versucht, irgendwie greifbar zu machen, einzuordnen. Und in meinen Bildern funktioniert es eher wie so eine Art Fundament, was da ist, auf dem ich dann bauen kann. Aber es sind auch Abweichungen möglich oder eigentlich auch gerade willkommen. Irgendwann waren auch nur noch Flächen da. Und da habe ich dann angefangen, die Leinwand quasi von allen Seiten zu betrachten und nicht mehr nur als reiner Träger für ein Bild, was man da drauf quasi projiziert, sondern dass das Objekt an sich auch schon etwas für sich hat. Und da habe ich angefangen, Leinwände von hinten zu bemalen, von der Seite. Und diesen Schritt habe ich dann weitergeführt, indem ich die Leinwand ausgegossen habe von hinten. Und das war so eigentlich der Anfang auch, mit Reliefs zu arbeiten. Und dann sind die Formen auch komplexer geworden. Das heißt, ich habe dann nicht mehr die Leinwand nur genommen und abgegossen, sondern ich habe wirklich Formen vorbereitet mit verschiedenen Materialien, mit Gips oder mit Holz und Stoff. In der Regel plane ich meine Bilder nicht von Anfang an. Es gibt eine Grundidee, mit der ich anfange, einfach weil ich etwas brauche, um irgendwo anzufangen. Und dann entwickelt sich das aber eigentlich im Laufe des Malens, wo ich dann hin will. Also zum Beispiel lege ich erstmal fest, mit was für einem Raster ich arbeite, in welcher Größe. Oder zum Beispiel, dann fange ich in der Mitte an und stelle dann irgendwann fest, dass ich die Richtung wechseln möchte oder auch die Farbe und dadurch ergibt sich das eigentlich erst im Laufe des Bildes. Ich hatte mir für dieses Jahr überlegt, wieder etwas größer im Format zu werden. Bei dieser Arbeit ist es so, dass die Leinwand in 15 Flächen eingeteilt ist und jede einzelne Fläche habe ich vorher im Airbrush oder auf Papier gesprüht mit Schablonen oder Freihand und quasi durchgetestet und dann wie bei einer Collage eigentlich dann festgelegt, wie ich die Flächen kombiniere. Dem Ganzen liegt aber auch noch ein Foto zugrunde von dem Sternenhimmel, der über meinem Atelier vom Atelierdach aus zu sehen ist. Das hat mein Freund fotografiert, der Fotograf ist. Und um das Foto zu übertragen, haben wir dann eine Schablone gemacht, die dann quasi mit ausgestanzten Löchern, also mir ermöglicht haben, dann die dann quasi genau so zu übertragen. Aber es gibt natürlich Abweichungen. Man würde ja wahrscheinlich denken, wenn man meine Bilder sieht, dass ich ein unheimlich strukturierter Mensch sein muss und organisiert bin. Das ist im Alltag aber tatsächlich eher nicht so der Fall. Meistens ist es dann aber so, dass ich mir sehr viel Zeit nehme und dann komme ich irgendwann ins Atelier und ich lasse mich
sehr leicht ablenken. Der Zustand der Konzentration nimmt bei mir eigentlich immer mehr zu, je später der Tag ist, weil die ganzen Ablenkungsfaktoren werden dann weniger. Zum Beispiel, wenn ich eine Ausstellung plane, dann habe ich ja auch sehr viel E-Mail-Arbeit oder Telefonate und dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn alle Feierabend haben, kann ich loslegen und mich dann auch so von dem Alltag im Kopf frei machen. Und das funktioniert am besten eigentlich nachts. Also um so eine bestimmte Konzentration und Stimmung zu haben. Und sonntags.